Auch in Andernach gibt es sie. Leerstehende Ladenlokale in der Fußgängerzone. City-Manager Dustin Hype bringt das auf seinem Weg durch die Stadt aber nicht aus der Ruhe. Wir wissen, wo unsere in Anführungszeichen Problemkinder sind. Die muss man dann besonders sich anschauen. Aber wir haben eher einen Leerstandsrückgang zu verzeichnen. Zum Glück mehr Ansiedlung als Abgang. Das ist so wichtig für uns, dass diese Quote auch dann so bleibt. Dafür tut die Stadt einiges. Zum Beispiel hat sie die Stadthausgalerie mitten in der Innenstadt gekauft und wiederbelebt. Fast 70% der Läden standen damals leer. Heute lockt die Galerie wieder mehr Menschen in die Innenstadt. Davon profitieren auch die benachbarten Einzelhändler, wie Heike Reif. Sie hat ihr Modegeschäft erst kürzlich komplett renoviert und schwört auf die besondere Stimmung in Andernach. Wir sehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als Händlergemeinschaft. Die Kundin bekommt hier die Hose, bei der Kollegin das Oberteil. Das leben wir. Und das merken die Kunden auch, dass wir uns so gut verstehen und auch so viel Spaß bei der Arbeit zusammen haben. Und da kommen einfach coole Konzepte bei raus, ne? Zum Beispiel der First Friday, wenn am ersten Freitag im Monat die Läden zu einem bestimmten Motto bis abends um 10 zum Einkaufen einladen. Oder mit Concept Stores, wie hier mit einer Mischung aus Café, Weinbar und Klamottenladen. Das überzeugt auch die junge Generation. Es ist keine 0815-Beratung. Wir wollen wirklich den Kunden was mitgeben. Ne? Und halt das ganze Konzept ist halt irgendwie cool. Ne? Concept Store, Espresso Bar, das gibt es halt nicht überall. Inhaber geführt und individuell. Das kommt auch bei den Kunden an. Also ich gehe gern hier einkaufen. Ja, warum? Weil es gemütlich ist, weil es nicht so stressig ist, weil es nicht so große Global Player gibt. Ich habe früher hier 5 Jahre gelebt und 8 Jahre gearbeitet und bin jetzt gerade sehr erfreut, wie das hier aussieht, weil es hat zwischendurch sich angefühlt, als wenn es hier ausblutet. Und das möchte ich jetzt mal ganz lobend erwähnen. Man geht jetzt hier gerne durch die Straßen und freut sich. Es tut sich was in Andernach. Vor allem, weil Stadt und Händler eng zusammenarbeiten.